Das Wandern ist ja neben dem Radfahren in diesen Corona-Zeiten sehr populär geworden. So möchte ich in diesem Video einfach mal eine Wanderung im Niederrheingebiet vorstellen, welche sicherlich sowohl aus landschaftlicher als auch aus fotografischer Sicht sehr interessant sein dürfte. Zunächst gibt es die Infos und danach einige Film- und Fotosequenzen. Also einfach mal dranbleiben und viel Spaß dabei. Ja, zur Orientierung zu dieser Wanderung blende ich mal kurz die Karte ein, damit man weiß, wo man hinterher wandert. Hier ist Düsseldorf, Mönchengladbach, Rheinsberg, Roermond und hier sehen wir die deutsch-niederländische Grenze. Und wir sehen, dass diese Wanderung hier direkt in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze verläuft. Ja, die Länge der Wanderung beträgt 13,8 Kilometer. Höhenunterschiede sind kaum zu bewältigen. Gestartet sind wir hier in der Nähe des Effelder Waldsees. Und die Wanderung erfolgte dann im Uhrzeigersinn. Jetzt noch ein Blick aus Sicht des Satelliten. So kann man sehr schön sehen, in welcher Landschaft man sich bewegt. Zum Trek selber, den werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Ja, wir wandern hier also auf einem Premium-Wanderweg des Wasserwanderweltnetzes. Ein Premium-Wanderparadies im Naturpark Maas-Schwalm-Nette. Ein kleines Stück des Rodebeekweges verläuft durch Deutschland, der weitaus größte Teil jedoch in den Niederlanden. Kultur und Naturraum sind hier gleichermaßen prägend. Da ist zum einen das von 1311 stammende Schloss Delenbrück ein Höhepunkt, wir werden noch Fotos sehen, zum anderen wird man durch den herrlichen Bruchwald mit wilder Gewässerlandschaft geführt. Der Weg führt durch herrliche Naturschutzgebiete und dem Nationalpark De Mijnweg. Auf unserem Weg können einige besondere Lebensräume und Tiere beobachtet werden. Einfach mal Zeit nehmen und genießen. Ja, wer jetzt Lust bekommen hat, diese Tour auch mal zu machen, sollte dranbleiben. Es folgen noch einige Informationen. Wenn man die Begriffe Wasser, Wander, Welt in einer Suchmaschine eingibt, gelangt man sehr schnell zu diesem Link. Ich verlinke dazu in der Videobeschreibung. Man findet hier auch unsere Wanderung Rodebeek und man kann hier auch Landkartenmaterial bzw. GPS-Tracks finden.
So, auch dieses Video hat natürlich ein Ende. Ich hoffe, es ist interessant und hilfreich gewesen für die Planung gegebenenfalls einer eigenen Tour. Wie immer an dieser Stelle bitte ich darum, meinen kleinen YouTube-Kanal, der ohne jegliches kommerzielles Interesse von mir betrieben wird, etwas zu unterstützen. Mir macht es großen Spaß, Videos zu erstellen und ich freue mich natürlich sehr über positives Feedback. Wenn es also gefallen hat, dann bitte den Daumen hoch oder lasst ein Abo da, drückt die Glocke oder gebt mir einen freundlichen Kommentar als Feedback. Das würde mich sehr freuen und hilft meinem kleinen Kanal, etwas zu wachsen.